Herzlich willkommen zum zweiten Teil der abgestellten 101er bei der Deutschen Bahn, in dem in Teil 1 die Loks von 001 bis 050 vorgestellt wurden, geht es nun im Teil 2 von 101 051 bis 101 100. Im Teil 3 wird dann 101 101 bis 101 145 folgen. Nun wünsche ich viel Spaß beim zweiten Teil der abgestellten 101er. Gesagt sei hierbei noch, dass nur die Loks der Baureihe 101, die abgestellt sind, genannt werden und nicht Loks der Baureihe 101, die noch im heutigen Dienst fahren. Fangen wir auch gleich an mit 101051. Diese ist verkauft an TSC und verkehrt seit ein paar Wochen für dieses Unternehmen. Lange stand diese Lok in Leipzig-Engelsdorf. Hier ein Foto von 101051. Hier der Vergleich zwischen DB und Privatbahn. 101053 steht seit Oktober 2021 abgestellt in Karlsruhe, da diese einen Wildunfall hatte. Es hieß auch, dass 101054 abgestellt ist, aber erst am Vatertag konnte ich den Eurocity 8 mit 101054 aufnehmen. 101058 ist verschrottet. 101062 ist Ersatzteilspender. Schon seit etwa 2 Jahren ist diese Lok Ersatzteilspender und wird nach und nach auseinandergelegt. Es kann sein, dass die Lok schon ganz zerlegt wurde. 101071 fährt auf jeden Fall nicht mehr, das ist schon mal sicher. Zumindest nicht mehr für die DB. Auf jeden Fall ist 101071 abgestellt. Es kann auch sein, dass diese Lok schon beim Bender steht. Da sind sich viele Eisenbahnfotografen uneinig. Auf jeden Fall wurde sie Anfang Mai überführt. Zusammen mit 101016. 101071 war sogar zeitweise eine Werbelok, und zwar Zeit für Gold. 101092 ist schon lange verschrottet. Im Jahre 1998 hatte sie einen Unfall am Bahnhof in Brühl. 101092 wurde vor 2,5 Jahren verschrottet. Nun haben wir Teil 2 fertig, von 101051 bis 101100. 6 Loks von diesen 50 genannten 101ern sind abgestellt, verschrottet oder dienen als Ersatzteilspender. 101054 müsste fahren, da diese ich erst vor gut 2 Wochen fotografieren konnte. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen, würde mich über Likes, Abos und Kommentare freuen. Teil 3 folgt dann mit 101101 bis 101145. Dies ist dann aber auch der letzte Teil, der Teil 3. Wenn ich eine Lok von 101051 bis 101100 vergessen habe, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.